Hallo Wander- und Outdoor-Freunde, mein Name ist Sebastian von Palatilum Outdoor und heute bin ich im Felsenland Südeifel und möchte mit euch im Naturpark Südeifel die Route 55 wandern. Die Route ist gleichzusetzen mit der Audiotour Grüne Hölle. Der Unterschied dazu ist, ich kann mir hier in verschiedenen Hotels in Bollendorf Audio-Guide leihen bzw. ein iPod leihen und kann dann an den verschiedenen Punkten hier mir noch was zu diesen Punkten erzählen lassen und so ein bisschen noch die Hintergründe dieser Schluchten und Sandsteine hier erfahren. Ja, die Touren sind sonst ähnlich. Die Route 55, die ich mit euch heute laufen will, die ist mit 5,5 Kilometer angegeben. Die Audiotour, weil die unten im Ort schon startet beim Hotel am Ausleiher, ist mit ungefähr 7 Kilometern angegeben. Ansonsten ist die Tour, führt die wieder durch hier schöne Felsen, Luxemburger Sandstein etc. und wird uns sicherlich einiges zu bieten haben. Und wenn ihr Bock auf eine geile Wandertour habt, dann kommt mit. Ja, direkt zu Beginn ist die Strecke schon sehr einladend, wenn er hier hinter mir guckt. Dieser schöne Felsen hier. Wir sind da direkt schon ein paar, direkt am Anfang der Tour. Geparkt habe ich jetzt am Hotel Sonnenberg. Dahinter ist ein Wanderparkplatz. Da kann man auch in diese Route 55 einsteigen. Und ja, bisher sehr vielversprechend, wie gesagt. Kommen jetzt immer mehr so Felsformationen. Super schön bisher. Diesen schönen charakteristischen Luxemburger Sandstein, den wir immer schön an diesen Auswaschungen kennen. Ich finde, das sieht immer so aus wie so Korallen. Das sind einfach verschiedene Sandsteinschichten, wo die einen einfach wasserlöslicher sind wie die anderen. Daher kommen diese Wabenstrukturen. Und ich finde halt, das sieht jedes Mal aus, als wäre man irgendwo mal unter Wasser gewesen und so Korallen oder so. Kommen wir jetzt in die grüne Hölle. Hier wird schon richtig geil, wird jetzt richtig eng hier. Ich glaube bis zu 40 cm, wo die Wände zusammenkommen. Und das macht richtig Bock. Gabelung, beide Wege gehen. Das ist cooler. Okay.
Ja, jetzt sind wir hier gerade am Gipfel angekommen. 365 Meter über Normal Null. Vorne zeige ich mal noch die Aussicht. Dann geht hier unten natürlich gleich wieder weiter. Ja, jetzt haben wir die Felsen verlassen, aber macht die Natur hier nicht gerade schlechter. Die sind jetzt so Heideboden, jede Menge Sandboden. Auch der Weg, wo drauf ich gehe, schöner Sandweg, also nicht so Waldautobahnen wie sonst. Und hier rechts und links wachsen Brombeeren, Heidelbeeren. Alle sind so Bodenbewuchs. Das ist bestimmt im Frühjahr auch ganz schön. Und ja, die Strecke gefällt mir immer besser, also richtig gut. Und ich denke, wir werden jetzt so eine kleine Umwegung gehen. Dann kommen wir nachher wieder runter, raus, wo wir gestartet sind. Hier sind wir jetzt am Maria-Theresien-Stein. Was genau mit dem auf sich hat, kann ich euch gar nicht sagen, aber ich guck mal nach. Falls ich rausfinde, blende ich euch das hier unten ein. Ja, ansonsten soll die Tour laut Routenplanung hier starten. Allerdings kommt man hier auch gar nicht mit dem Auto hin oder so. Daher startet einfach die Tour an diesem Hotel Sonnenberg, dahinter ist ein Wanderparkplatz. Ab da ist die 55 ausgeschildert. Da kommt man automatisch hier vorbei. Ich glaube, ich bin jetzt eher schon wieder auf Richtung Rückweg. Kommt halt drauf an, in welche Richtung man die Tour startet. Dann kommt man halt eher hier vorbei oder später hier. Wir sind jetzt wieder auf so einen kleinen Aussichtspunkt abgebogen. Hier vorne, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ist der sogenannte Predigerstuhl. Habt ihr von unten vielleicht gerade eben schon mal gesehen. Steht auch ein Kreuz oben drauf. Das ist so ein einfacher Felsen, der steht. Und hier, wieder wie gesagt, ein Aussichtspunkt. Jetzt zeige ich euch mal noch die Aussicht. Und dann geht wieder runter die Treppen. Dann geht der eigentliche Weg wieder weiter.
direkt hier am Wegesrand noch eine interessante Pflanze, und zwar die Eibe. Die Eibe ist eine der ältesten Nadelbäume der Welt. Die ist über 150 Millionen Jahre alt. Die wächst relativ langsam und die können so 20 Meter hoch werden, die Bäume, und bis zu 2000 Jahre alt. Aber viel wichtiger bei dieser Eibe ist, die Eibe ist in Gänze giftig, also alle Teile der Eibe sind ungenießbar und giftig und sogar tödlich für den Menschen. Wenn ihr zum Beispiel Tannennadeltee kocht oder so, also wirklich einen Tannenzweig in den Tee steckt, um was zu kochen oder so, ein bisschen Geschmack in den Tee zu kriegen, würdet ihr das mit der Eibe machen, würde euch tödlich vergiften. Das passiert leider jedes Jahr immer wieder und deswegen zeige ich euch das Ganze nochmal. Was man hier jetzt kaum noch sehen kann, da ist nur eine einzige Beere dran. Normalerweise ist auch so ein Hinweis immer die roten Beeren. Ich meine, so im Mai, Juni blüht die dann auch und da hat die dann noch mehr von diesen Beeren dran. Hier so vereinzelt kann man die noch erkennen. Ja, Wander- und Outdoor-Freunde, da sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Gefühlt war die Tour länger wie 5,5 Kilometer, denn dieser ständige Auf- und Abstieg, der schafft einen dann doch schon ganz schön. Die Tour war super schön, ich kann die nur empfehlen. In meiner persönlichen Punktebewertung würde ich der Tour 5 von 5 Punkten geben. Kleiner Verbesserungsvorschlag noch, es könnten ein paar Schilder mehr sein mit der Route 55 beschrieben, weil manchmal denkt man echt, bin ich hier irgendwo falsch abgebogen oder so, weil ewig kein Schild kommt. Aber ansonsten findet man den Weg eigentlich ganz gut. Es gibt immer wieder Sitzmöglichkeiten, gibt sogar Müllbehälter und so auf der Tour an verschiedenen Aussichtspunkten und so. 90%, wenn nicht sogar 95% der Tour führen nur über kleine Pfade. Zwischendurch gibt es mal auf so einem Berghügel ein bisschen, wo man über ein bisschen breiteren Sandweg aber läuft. Auch super schön, besser wie bei vielen anderen Wanderwegen. Der Weg war gepflegt, die Anlagen waren gut. Hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen und vor allem auch das Naturerlebnis, das hat die meisten Punkte in der Tour hier verdient. Die Felsen, dann verschiedene Felsen mit Lianen behangen, Efeu am Runterwachsen. Jetzt gerade war das Moos schön grün, die Bäume noch so ein bisschen grün, das war so richtig schön grüne Hölle, hat schön gepasst. Die war natürlich auch sehr schön, diese Schlucht durch diese Felsen. Ich kann die Tour nur empfehlen. Wer mehr dazu wissen will, einfach in den Kommentaren fragen. Ansonsten könnt ihr euch das auch raussuchen. Felsenland Südeifel, Tour 55, Route 55 oder halt die Audiotour. Wenn ihr die Audiotour machen wollt, könnt ihr euch diese Geräte an verschiedenen Hotels hier leihen. Die kriegt man sicherlich im Internet raus. Ja, ich sag, wenn euch die Tour gefallen hat, würde ich mich persönlich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir ein paar Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Palatilum Outdoor.